Lebenszyklus Frosch. Das ist Fridolin. Fridolin kam als Froschei zur Welt. Die Froscheier werden auch Laichballen oder Froschlaich genannt. Mitte März bis Anfang April legt das Froschweibchen die Eier in einem Gewässer ab. Die Larve. Je nachdem, wie warm es in der Umgebung ist, schlüpfen die Larven nach wenigen Tagen bis 4 Wochen. Die Kaulquappe. Kaulquappen besitzen zunächst äußere Kiemen, durch die sie atmen. Erst wachsen die Hinterbeine, dann die Vorderbeine. Nach 2 bis 3 Monaten ist der Frosch erwachsen und kann mit seiner Lunge atmen. Nun verlässt er das Gewässer und lebt an Land. Tschüss, Leute!